Oioi, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 4. Im letzten Part haben wir uns mit dem guten Haruya angefreundet und das ist somit unser erster Yo-Kai auf Rang S. Und das schmeckt. So, jetzt geht's für uns aber wahrscheinlich so langsam auch mal zum großen Finale von Kapitel 8. Ein etwas längeres Kapitel, ne? Und diesmal auch nicht so oft mit Schlüsselaufgaben vollgeballert. Klar, es gab wieder drei Stück. Aber danach kam halt wirklich so ein Storystrang nach dem anderen und alles cool. Alles chillig, vanillig. So, wir sind hier im Einkaufsviertel, in der Einkaufsstraße. Müsste wohl hier in die Seitengasse hineingehen, oder was? Das scheint wohl sehr mystisch zu werden. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ach, da ist ein Tor, oder was? Ah. Ist es mit Rang B oder mit Rang A versiegelt? Glück gehabt. Ich dachte, da würde Rang A stehen. Das wäre sehr kritisch geworden, meine Kerle. Da hätten wir nämlich eine Quest machen müssen, von deren Existenz ich leider nichts gewusst habe. Also ich wüsste nicht, wo ich da hingehen sollte, um diese Quest abzuschließen. Also ich wüsste, wo ich sie starte. Aber ich hätte keine Ahnung, wie und wo ich diese abschließen sollte. Gerade wenn es wieder heißt, sammle das Item und das Item und das Item. Ja. Auf jeden Fall. So, let's go. Und jetzt sollten wir auch eigentlich zu diesem Wald kommen. Wir sollten jetzt in ein Waldgebiet reinkommen. Denn ihr seht, die Tür ist schon ziemlich grün aufgebaut. Und das müsste unser Tor sein zum Wald der Reiken. Und da sind wir auch. Genau. Reiken-Rin. Reiken-Rin. Oder Reiken-Rin. Oh, was für ein mysteriöser Bambuswald. Stimmt, aber es sieht voll cool aus hier. Ja, ich frage mich, ob wir hier fündig werden, Mann. Auf jeden Fall, wir werden dieses Item finden, das du brauchst. Nicht so übermütig, ja? Wir sind gerade erst angekommen. Wir wissen nicht, wo wir hingehen müssen. Womöglich könnten uns hier einige starke Yokai erwarten, also passt auf jeden Fall auf euch auf. Krasse Yokai? Ach, mach dir keine Sorgen, Akinori isst die schon alle auf. Hey, hör auf mich zu beleidigen, okay? So, jetzt genug der ganzen Beleidigung. Let's go, Bruder. Alles klar, da wären wir. In Reiken-Rin. In diesem Bambuswald. Und der sieht sehr mystisch aus, ne? Ist der Ort in der Yokai-World oder ist es ein menschlicher Ort? Das würde ich mal ganz gerne wissen. Einen Moment. Das ist ein Ort in der Yokai-World. Interessant. Und guckt mal, was uns hier erwartet. Guckt mal. Ich würde ganz gerne reinzoomen, aber ich kann irgendwie nicht. Naja, das scheint wohl irgendwas zu sein. Auch hier der Fluss. Grafisch sehr gut, oder? Alter, ist das Wasser nice gemacht. 10 von 10, meine Kerle. Ich bewerte heute auch Wasser. In Videospielen. So, wie ich es mir gedacht habe, hier sind auch diverse Yokai am Start. Wieder mal. Oh. Bei diesen ganzen Funken, die hier rumfliegen, denke ich jedes Mal, das wäre irgendwie hier diese Ingame-Sachen. Oh, wie heißen die nochmal? Oh, wie heißen die? Irrlichter. Die sehen für mich aus wie Irrlichter. So, es geht hier rechts noch weiter. Wenn ich mal so auf die Karte gucke, da ist ja eh eine Sackgasse. Das heißt, da wird eh eine Truhe oder sowas drin sein, die wir uns da noch mitnehmen können. Und dann folgen wir auch schon dem weiteren Pfad. Also, ich finde diesen Ort richtig klasse. Der sieht echt nice aus. Wirklich sehr, sehr cool. Natürlich auch so ein bisschen linear, wie man es kennt und wie man es auch eben rausschmeckt. Ja, es ist ein ziemlich linearer Ort. Frostina!
Oi! Da gehen wir doch direkt mal in den Kampf rein, weil ihr wisst, ne? Frostina, die ist hier viermal am Start. Das wird ein verdammt langer Kampf. So, aber lass uns mal mit dem Guten hier kämpfen, ja? Let's go! Krasser Damage. Genau, ich möchte Frostina hier viermal herausfordern, also in diesen Kämpfen, in diesem Kampf hier viermal klatschen, aus folgendem Grunde, und zwar geht's hier um das, ja, um das Bekommen von Glacia, ja? Wobei, warte mal kurz. Doch! Ja gut, da würden wir zwar die normale Glacia kriegen, weil ich glaube nicht, dass man die Shadow Side oder Light Side, oder besser gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es möglich ist, die Yokai Watch 1 bis 3 Frostina zu einer Shadow Side Glacia zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber ja. Wir gehen weiter, meine Brüder. Ach, Baku, du Sau. Guck ruhig weiter gegen die Wand. Ist besser für dich. So, hier müssen wir auch hochjumpen. Kommen in einen weiteren Bereich. Und hier, guckt mal, wen haben wir denn da? Nanu? Nanu, wer seid ihr denn? Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Ja, freut mich auch, dich kennenzulernen. Wer ist das? Keine Ahnung. Jedenfalls. Es geht hier wohl so ein bisschen darum, dass wir wohl traditionelle chinesische Medizin bekommen, ja. Also die seltene Medizin, ja. Dass man die hier in der Übersetzung als traditionelle chinesische Medizin übersetzt hat. Sehr dubios. Aber wieso auch immer wir jetzt diese Medizin bekommen haben. Ich meine, die haben wir eben auch so aufgehoben. Durch diverse Items, die auf dem Boden lagen. Naja. Oh, Michi, was geht, Mann? Hi, hi. Hey, yeah. Oh, was? Geht's hier irgendwie... Warte mal, ist das eine Stealth-Mission oder was? Sie müssen mit hoher Geschwindigkeit rennen, wenn sie eine Pferdemaske aufhaben oder aufheben, die auf dem Weg fällt. Wenn sie jedoch einen kleinen Fisch treffen, können sie die Gefahrenanzeige senken. Aha. Also diese Gefahrenanzeige, die ihr hier oben sehen könnt, die darf wohl nicht voll werden. Und wir müssen es wohl zu einem ganz bestimmten Ort schaffen. Ja, kein Problem. So, let's go jetzt hier, komm. Hier direkt schon mal ein Item ziehen. So, jetzt ist die Frage, ah, guck mal hier. Hier ist schon die Gefahrenanzeige. Also es kann wirklich sein, dass wir uns hier nicht erwischen lassen dürfen. Ist das diese Sina aus Animal Crossing? Was macht die bitte hier in Yokai Watch? Ja, ich hab dich ganz genau gesehen, ja. Vielleicht, nennt die sich vielleicht Harry? Ist das Harry? Harry oder was? Yeah. Na komm, weiter geht's. Die Anzeige, die Gefahrenanzeige ist immer noch auf 0%. Das schmeckt... Boah, Brüder, guckt euch das hier mal an. Diese Brücke, krass. Wirklich heftig. So, sind wir jetzt am Ziel? Geht hier die Jagd los oder die Flucht? An diesem Punkt müssen wir wohl durchkommen, ohne uns erwischen zu lassen. Also nochmal so von vorne. Das ist die sinngemäße Übersetzung laut des Questlogs, ja? Sie müssen mit hoher Geschwindigkeit rennen, wenn sie eine Pferdemaske aufheben, die auf dem Weg fällt. Wenn sie jedoch einen kleinen Fisch treffen, können sie die Gefahrenanzeige senken. Ist die Frage, was ist dieser Fisch? Oh.
Kann ich dir helfen, Mann? Ja, ich mach dich kaputt. Was zum Teufel? Das sieht aus wie eine krasse Version von Cerberus. Noch irgendwie als Albino oder so. Krass, krass. Ja, Mann, hör auf zu lachen, du Sau. Ich raste aus. So, also. Sind wir gerade nochmal über die Brücke gegangen oder war das eine andere Brücke? Oder gehe ich gerade zurück? Nee, laut Karte sind wir richtig. Wir müssen hier hoch. Trotzdem würde ich ganz gerne den Weg hier abchecken. Und zwar da, wo dieses, wo dieser Yokai hier ist. Ich meine, es ist doch nur eine verdammte... ein Stachelschwein. Oh, was? Als ob das wirklich zählt. Krass. Okay. Wieso gibt's hier denn zwei Wege? Oh, fuck. Okay. Hier ist doch irgendein starker Yokai am Start. Dann lass uns irgendwie an Opa Gusto vorbeikommen. Oh Gott, ich habe mir die schwere Ecke ausgesucht. Nein. Man darf sich halt nicht von denen erwischen lassen. Das ist cool, Mann. Das ist cool. So eine Stealth-Mission. Okay, das wird schwer jetzt. Der wird ja einen krassen Sichtradius haben. Wie sieht es mit Opa Gusto aus? Ja, der chillt gerade ein bisschen. Ich könnte zu nah dran sein. Fuck. Ich muss warten, bis er sich umdreht. Dreh dich um. Das ist so gewollt, ne? Dass man das in dieser Sekunde schafft. Wo er sich kurz umdreht. Okay, also alles eigentlich halb so wild. Wir haben nur 19% verloren. Hätte man sich aber auch sparen können. So, das war unnötig. Was haben wir denn da? Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Warte mal, ist das ein Buch oder was ist das? Die Pferdemaske! Die Pferdemaske, was? Was liegt denn hier so eine Pferdemaske rum? Hm, wenn ich das wüsste. Hä, warte mal kurz. Die kann man aufziehen. Ja, viel Spaß dabei. Was machen bitte Ok, Mok und Tok denn hier? Die Schweine. Genau, also die Pferdemaske wird jetzt gerade angezogen von Toma. Iye. Ich kann's schaffen, Mann. Die Pferdemusik aus Yo-Kai Watch 3. Kennt ihr die noch? Das war so, wenn man mit dem Pferd geritten ist und irgendwann hat das Pferd halt Reis ausgenommen, ist halt ausgerastet. Du bist halt im Kreis sehr schnell geritten und ihr habt's ja alle gesehen. Das ist die Musik davon. Cool. Von der Hopper Scorch. Die Hopper Scorch Pferd-Rage-Melodie. Ach du Kacke, was? Wir rennen jetzt durch? Ja, warte mal kurz. Hier. Das sieht so geil aus. Toma, der alte Ehrenbruder. Nur warum? Oh Gott, damit wir vor dem abhauen können, oder was? Unbemerkt. Geil. Ich kann übrigens auch nicht anhalten. Ich kann auch keine Items mitnehmen. Das ist Trigger. Okay, hier müssen wir gucken. Lol, ey, das ist ja mal eine lustige Mission. Ist das... Warte mal kurz. Ist das Sternenoko? Nee, das ist Frostina. Huch. Ich wollte gerade sagen, der läuft hier doch nicht wild rum, oder? Oi, oi. Nein. Oh, Portalex weiß Bescheid. Oh, fuck. Aber ich glaube, die Toleranzgrenze ist schon hoch. Boah, als ob, man. Scheiße. Ich hab's gleich verkackt. Oh mein Gott, war das knapp. Toma ist gerannt wie ein Weltmeister. Ja, Toma, wir haben es geschafft. Ich bin voll außer Puste. Und wir haben dies geschafft, ohne erwischt zu werden? Das ist gerade die Frage des Tages, ne? Richtig coole Mission,
Genau, also das Ding ist, wenn sie jedoch auf einen kleinen Fisch treffen, können sie die Gefahrenanzeige senken. Nur welcher Fisch ist damit gemeint? Vielleicht der Fisch Sirius aus, der Fisch Sirius aus, Fortnite bestimmt, ja. Locker. So, ihr seht, da hinten Opa Gusto rastet vollkommen aus, ja. Und nein, als ob die Gefahrenanzeige weiter bestehen bleibt. Ja, besser, ich speichere jetzt. Als dass ich nochmal alles von vorne machen darf, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, aktivieren wir auch mal kurz diesen Portalex hier. Ich frage mich gerade nur, wenn wir uns hier wegporten. Und wieder dahin gehen. Ob die Gefahrenanzeige dann wieder bei 0% ist. Lass mal ausprobieren, ich bin sehr gespannt. Ich will wissen, wie das aussieht. So, jetzt sind wir by the way hier. Scheint auch so eine Art Dungeon-Musik zu sein, ne? So, ich glaube, hier war ich. Genau, das ist die Dungeon-Musik. Ich finde die auch ziemlich cool. Ich habe da so ein bisschen Flashbacks an Star Fox Adventures, aber die ist cool. Als ob die Anzeige bleibt. Ja, geil. Was ist denn mit dem Bambus gerade eben? Hier, genau der hier. Zum Beispiel. Aha. Oh, ich sehe kommen, ne? Ach nee, warte mal kurz. Das hat die Anzeige reduziert. Ja, muss. Um 80%. Geil. Und ich dachte gerade eben, das sind so Collectibles, die du hier einsammeln musst in diesem Gebiet. Ja, die du hier wirklich einsammeln musst. Aber wir haben Glück gehabt. Der linke Weg scheint einfacher zu sein, oder? Andererseits, rechts geht's auch noch lang. Okay, lass uns kurz auf den richtigen Moment warten. Ja gut, die hat sich im richtigen Moment rumgedreht. Geil. Da hinten wieder Opa Gusto, da müssen wir aufpassen. Oh, natürlich. Ja, ja. Scheiß Spione. Ich habe Schlüssel bekommen. Cool. Warten wir kurz, bis sie sich umgedreht hat. Kommt mir ein bisschen vor wie in Blasters. Wisst ihr noch diese Stealth-Mission aus Blasters? Beziehungsweise, was heißt Stealth-Mission, aber... Da konnte man quasi auch so auf geheimmäßiger Basis rumlaufen. Ohne erwischt zu werden und so. Ja. Beeil dich, beeil dich, beeil dich! Das ist so eine Uff-Stelle. Vielleicht finden wir hier nochmal den ein oder anderen Bambusbaum, den wir abschlagen können. Hier aber zuerst mal Items. Cool. Der Ort ist nur für Items da. Hätten wir uns sparen können, aber ich habe es trotzdem mal mitgenommen. Also ihr seht, bis hierhin, ja. Bis hierhin ziemlich, ziemlich kranke Passagen im Spiel. Das hat richtig Bock gemacht, gerade eben hier so rumzurennen. Stealth und dann Stealth plus Speed. Das ist heftig. Oh Gott. Das war fucking knapp. Oh oh, dreh dich um. Das ist ziemlich kritisch. Oh Gott, Portalex hat mich gerade angeguckt. Der wollte mich schon ablecken, Mann. Uff. Alles klar, Brüder. Wir beenden an der Stelle den Part und beim nächsten Mal geht's hier weiter. Im Bambuswald. Hauen Sie rein und bei. Und Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid. Und tschüss. Und je.